Hallo Leute und willkommen zurück zu Okami HD. Joa. Wir waren ja zuletzt da stehen geblieben, um die Zutaten hier. Um die Zutaten zu holen. Lippen aus Eis, Augapfel aus Feuer, Schwarzhorn und so weiter. Und wir haben jetzt im letzten Part. Wo war das denn jetzt? Jedenfalls irgendeine Zutat haben wir schon gekriegt. Ja, und sind dann hier unten wieder rausgekommen. No. Und ich hatte ja versucht, da oben hinzukommen, ganz oben hinzukommen. Aber jetzt habe ich nochmal gesehen im Nachhinein. Da oben kommen wir noch nicht sehr weit. Da braucht man nämlich auch schon die Macht des Feuers. Das heißt, ich gehe am besten erstmal. Jetzt, wo das Wasser unten verschwindet, bin ich doch überrascht, wie tief der Schacht ist. Ich kriege auf einmal so weiche Knie. Der Aufzug wird unten auf den Grund zerschellen, wenn ich diese Kurbel nicht festhalte. Also solltest du mich besser nicht ablenken. Kapiert? Der Aufzug wird unten auf dem Grund zerschellen, wenn ich diese Kurbel nicht festhalte. Also solltest du mich besser nicht ablenken. Kapiert? Ich wollte eigentlich nur bellen. Na, das war's. Nicht. Ja, aber das reicht halt noch nicht. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt irgendwie nach unten kommen, indem wir ihn so ein bisschen dazu zwingen, uns nach unten zu bringen. Das reicht immer noch nicht. Na, gleich sind wir unten. Naja. Ich bewache die Tür hier. Junge, ich liebe diesen Job. Das macht das Leben erst lebenswert. Ich habe erst neulich einen besonderen Mechanismus in die Tür eingebaut. Jetzt ist es wirklich schwer, die Tür zu öffnen. Der Anblick, wenn jemand mit aller Macht versucht, die Tür zu öffnen, bringt mich immer wieder zum Lachen. Der Anblick, wenn jemand mit aller Macht versucht, die Tür zu öffnen, bringt mich immer wieder zum Lachen. Naja. Aber kein Tipp, wie man die Tür öffnet. Ja. Auch wenn Okami, Amaterasu eine Göttin ist, da sollte sie nicht reinfallen. Naja. Nö. No. Ja, das ist jetzt auch die erste Folge mit meinem neuen Mikro. Na, vielleicht hört das oder merkt das so ein bisschen den Unterschied. Ich hoffe es jedenfalls. So. Und natürlich machen wir so wieder so ein bisschen. Wieder mal so ein bisschen hier Kampf. So.
Ja, gut, der Kampf war ja jetzt nicht so schwer. Naja, hätte ich mir ein bisschen schwerer vorgestellt, auf jeden Fall. Hier, da ist nichts drin. Habe ich jetzt auch nicht wirklich irgendwas Besonderes gekriegt, nur ein paar Dämonenzähne. Okay. So, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen weiter um. Sieht das bald so aus, als könnte man da hoch. Ja, ich weiß, man soll normalerweise zu den Augen hin. Ja, aber hier haben wir schon mal eine Truhe. Mit nochmal einen heiligen Knochen. Okay, da geht's nicht weiter rauf. Lässt er mich nicht weiter rauf. Okay. Da ist auch nichts weiter. Ja, man soll natürlich alle Augen blind machen. Ne? Okay. Hier scheint dann nichts weiter zu sein. Aber ich meine alle Augen gleichzeitig. Ja. Was war das denn jetzt nochmal? Also damit nicht. Was war das denn jetzt nochmal? Wie war das jetzt nochmal? Der Windkraft war es nicht. Jetzt bin ich wirklich halt überlegen, wie war das? Ne? Ah, wie war das denn jetzt nochmal? Jetzt bin ich hier überlegen. Wie fängt der denn? Mechanismus der Tür treibt dich in den Wahnsinn. Du würdest nie darauf kommen, sie alle auf einmal zu schlagen, oder? Der Anblick, der niemand versucht, bringt mich immer wieder zum Lachen. Ja, sie alle zu schlagen. Ja, das ist witzig.
war das denn jetzt? Ich habe ja eben versucht, zwei Striche zu malen, aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Tja, wenn ich das einfach so mache. Ja. Okay. Ja, ich glaube, da kriegt man dann auch die neue Fertigkeit. Und ihr seht ja hier schon so einen riesen Eisteil. Mit so einer Statue, die eingefroren ist. Jetzt will ich kurz nochmal gucken, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Nö. Gut, ja, dann kriegen wir endlich unsere neue Fertigkeit. Was ist denn mit dieser vereisten Statue? Es ist wirklich ganz schön kalt hier. Amy, das ist keine gewöhnliche Kälte hier. Das ist irgendwie unheimlich. Ich wette, es sind Monster in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja. Ja, ein neuer Gegner. Das Eisrad. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau der Name. Aber man soll, glaube ich. War das jetzt hier? Nein, das war denn leider im Feuerrad. Nicht gut. Konnte ich jetzt leider nicht mehr. Naja. Zeit war miserabel und der Schaden war miserabel. Hätte sehr viel besser laufen können. Ja. Aber dadurch schalten wir. Ja, man könnte sagen, das ist der legendäre Phönix, ne? Dieser Phönix ist nur eine Statue, stimmt's? Ich meine, er sieht aus, als ob er jemand jeden Augenblick abheben würde. Ja, denn wie gehabt, wieder Sternchen rein. Nee, scheiße, drei Sterne. Naja. Auch diesmal hat Iso nicht gemeckert. Heraus, so Quell. Na, alles Guten und unsere aller Mutter. Hierher verbannt von den Kräften der Finsternis, habe ich viele Jahre in dieser Höhle verbracht. Die Zeit verging, aber ich war nicht in der Lage, mich zu befreien. Aber jetzt hat deine Macht den Fluch, der mich hier band, gebrochen. Ich, Moegami, Gott der Flammen, gewähre dir meine feurige Kraft. Brenne eine Quelle des Lichts in die dunkle Finsternis. Jo. Nee. Jetzt können wir auch die Flammen beherrschen. Hätte nicht gedacht, hier einen Pinselgott zu finden. Wir haben einen mächtigen Verbündeten genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Moegami ist der am meisten gefürchtete Pinselgott.
Seine Technik, die als Inferno bekannt ist, verwandelt beinahe alles in Asche. Wer soll unser erstes Opfer sein? Ich weiß, das Eis da drüben. Hör zu, Amy. Inferno basiert auf der Macht des Feuers. Du musst von einer Feuerquelle aus einen Strich ziehen. Die Kraft des Feuers führt auf die Bahn des Striches gezogen und erzeugt ein Inferno. Aber Taten zählen mehr als Worte. Also probier es einfach mal an den Eis aus. Zieh einen Strich von der flammenden Statue aus zum Eis hin. Ja, aber das machen wir ein andermal. Kann ich jetzt hier irgendwie Pause machen? Nö. Naja. Ja, das machen wir im nächsten Part. Nö, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist. Falls ihr die schon immer gesucht habt, oben rechts kommt ihr zum nächsten Part. Falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3 Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1 Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360 Spiele, PlayStation 2 Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao!